So, was haben wir hier? 3,54. So, weiter geht's mit Chief. Oder was? Wie spricht man? Chief? Ah, Kapitel 3 ist beendet. Kapitel 4 wartet. Wir werden sehen, was kommt. Der wieder, ja, er kriegt wieder Hallus. Jennifer. Vogel. Basso. Hi, Dummy. Den gebe ich zum verkrüppelten Burig. Ja, da wollte ich sowieso hin. Und zwar müssen wir mal wieder den Schwarzhändler da, den Herren, ein paar Dinge abnehmen. Wenn wir an Kapitel 1 nochmal vorbeikommen, müsste ich das vielleicht nochmal machen. Da könnten wir uns das Phantom vielleicht holen. Oh. Gerechtigkeit! Ihr wurdet schuldig gesprochen des Diebstahls und der Verschwörung mit den Götzen. Ich bin unschuldig, bitte ich! Es lebe die Gerechtigkeit! Ja, der ist hinüber, würde ich sagen. Was ist das da oben? Heilmittel gegen die Schwermut. Der lügt so viel, da gerinnt nicht mal Mohnmilch. Er kriegt sein Heilmittel schon. Er spricht für seinen Verräter halt. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. No. Meldebestellung. Vor kurzem bin ich von der Arbeit aufgenommen. Ich würde gerne 7 Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy mit Hartkopf in Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine erklägliche Summe Geldes wert. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens jene unfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie wird. Unter dem Brief befindet sich eine grobe Skizze, die einen Mann vermutlich Lord Abercrombie bei diversen unbeschreiblichen und illegalen Tätigkeiten zeigt, okay. Schlossknacken. Was haben wir denn Schönes? Da funkelt doch wieder ein Zettelchen. Ich sehe schon, ich muss wieder lesen. Na dann mach mal auf hier. Mo.
Moria. Ach, Moria, ne? Mr. Montanese, hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht, und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute und neues Leben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hanfield. Okay. Hier aber auch wieder was Hübsches. Hier kommt uns hoffentlich kein Gollum entgegen. War es das? Dafür? Das hast du gehört, ja. Ich hoffe, da ist keine Alarmanlage oder irgendwas in der Art. Okay. Muss ja was Nützliches drin sein, ne? Wenn das mit einer Falle geschützt ist. Ohrringe. Schützen die Ohrringe mit Fallen? Sind die behindert? Lol, ey, was ist los? Moin LP, Brudi. Ich bin hier wieder auf Diebestour, mein Freund. Uiuiui. Ja, toll, ey. Naja, und wollen wir mal erstmal zu den Händler da. So tief ist das. Ja, hat schon echt was mit Assassin's Creed gemeinsam, finde ich. Also, ja. Da rennt man ja auf den Dächern rum wie so ein Hirnverbrannter.
Wo ist es? Wo hat er Singleton? Es ist nicht hier. Nein. Was soll das werden? Garrett! Das Buch, das ihr mir beschafft habt. Es ist weg! Wann habe ich ihm denn das Buch gegeben? Wer ist er denn? Wo ist Basso? Der Diebesfänger-General hat ihn verschleppt. Zusammen mit einigen Götzen. Er hat's genommen. War eigentlich klar, dass der Baron das tut. Ihr meint, mein Freund wurde geschlagen und verschleppt. Nur wegen dieses Buchs. Was ist so wichtig daran? Es enthält Geheimnisse, die verloren schienen. Ich vermute darin den Schlüssel, um die Stadt und uns alle vor der Schwermut zu retten. Doch der Baron will es nicht für das Gute verwenden. Was hat der für Grafikfehler, der Typ? Besser wusste, wie wichtig das Buch ist. Zu eurem Glück ist es noch hier. Besser ist nicht das Buch. Sicher interessant. Wo ist Besser? Im Bergfried, aber der ist gut bewacht. Ihr könnt nicht einfach reingehen. Gut. Ich mag Türen sowieso nicht. Es ist unmöglich. Moment. Da fällt mir Alexander. Ein. Vielen Dank für dein Follow. Jacob. Ja, der Sache ergeben. Er wollte den Baron im Herzen treffen und hat sich daher mit dem Bergfried beschäftigt. Er kennt deinen Zugang. Wie finde ich diesen Jacob? Der Baron hat ihn in Greystone festgekettet. Als Botschaft für all seine Feinde. Gefoltert, aber am Leben. Erstmal ist mein Hehler dran. Dann euer Götze. Wir sind uns ähnlich, ihr und ich. Garrett. Ihr bringt Veränderung. Eines Tages wird das Volk euch danken. Ihr denkt zu oft an das Volk, Orion. So. Mal sehen, ob Orions Mann, Jacob, etwas weiß. Ich finde ihn auf dem Greystone-Platz. Begib dich zum Greystone-Platz. Verrat. Ich hoffe, unser Händler ist da. Braucht ihr etwas Handwerkszeug? Ja. Gut, dass du noch da bist. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. So. Erlittenen Schaden. Diese leichte enge Weste wird unter der Kleidung getragen und ist ideal für kalte, einsame Nächte auf Dächern. Erhöht die Maximalgesundheit. Fingert den Preis von Mohn. Moosköcher. Was kann man davon gebrauchen? Fingert die Geräusche beim Gehen auf Oberflächen. Boah, ist alles so teuer, ne?
Ja, vielleicht ein paar mehr Pfeile. Boah, mit dem Preis. Können wir irgendwas für die Beute machen? Ja, gut, das können wir auch hier. Damit sparen wir Kohle. So. Da, toll. Wir können zwei Pfeile mehr tragen, ey. Bis zum nächsten Mal. Ja. Stone Market. Manchmal musst du deine Grenzen kennen, ja, ja. Suchen deine Agenda nach Flaschen oder andere Dinge, ne? Okay. Was ein Idiot, ey. GTA-Modus. Kurze Zeit aufgeschrieben wegen zum Schneiden später. Huch! Bin irgendwie falsch gegangen. Das musst du den Charakteren bei GTA erzählen. Mal fallen sie und sind sofort tot, mal fallen sie komplett davon aus dem Himmel und sind nicht tot.
Na, wir haben so viel Gold gehabt. Was ist das denn? Lol. Hectors Handelshaus. Wie gehen wir da rein? Dann wird das vielleicht markiert. Nehme ich an. Seid ihr das? Der Meisterdieb? Wer ist euer Freund? Das da ist mein Metallmann. Mein Lebenswerk. Uhrwerke und Maschinen. Er könnte die Stadt revolutionieren und mir die verdiente Anerkennung verschaffen, wenn der verdammte Baron nicht wäre. Der Baron ist ein Narr. Er wurde ungeduldig. Ich sollte das Projekt zerstören. Aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun. Der Auftrag. Worum geht es? Mein Freund ist fast komplett. Aber der Abschaum, der mir half, ihn zu bauen, hat mich hintergangen. Er hat sogar die mechanische Hand meines Metallmanns gestohlen. Die ihr zurück wollt. Genau. Alfonso, der schmierige Schneider aus Stone Market, hat die Hand in seinem Laden. Bringt sie mir und es soll euer Schaden nicht sein. Es muss sein. Ohne meinen Metallmann vertreibt man mich aus der Stadt. Gut, gut. Mein Metallmann wird fertig werden. Besucht Alfonsos Kleidung in Stone Market. Der Schurke hat meine Metallhand bestimmt in seinem Laden versteckt. Okay. Alter. Bewegt sich auf dünnen Eissektor, ich will deinen neuen Formen nicht nur schützen, das ist ja. Alter! Da würde ich mich ja doof und dämlich lesen. So, dann gehen wir mal. Mindest bis ich bezahlt wurde. Muss das hier abgeriegelt sein? Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Können wir über die Dächer gehen? Nee, hier bin ich falsch. Es sinkt wieder rüber. Eieiei.
Scheiße, hoffentlich komme ich da vorbei. Blöder Affe, du glotzt woanders hin. Der ist schon wieder verwirrend hier, aber. Nee. So. Ja, hoffentlich kommen wir jetzt da vorbei. Wir müssen da rüber. Aber das ist kein aktiver Bereich gerade. Okay. In der Dunkelheit. Den Ruf der Krähen. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Wir sind ja verrückt. Die Stadt Was machen wird wir schwarz. Jetzt? Und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung Moin, an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Und Vertrauen in eine bessere Zukunft. Doch zuvor müssen wir uns als würdig erweisen. Haltet zusammen, tötet die Schwarzkittel, spuckt auf ihre Gesetze. Und dann zeigen wir dem Eisentyrannen die Stärke der Götzen. Jede Nacht derselbe Albtraum. Oi. So, los geht's, der Kundenauftrag, ja, vom Kundenberater. Schönen Gruß an den Kundenberater. So. Also, Ektor sagt, hier finde ich die Hand, um seinen Rücken zu kratzen. Das ist eine Privatfeier. Bitte, Sir, ich kann sonst nirgends hin. Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. Ich geh schon. Harte Zeit. Ein Kill oder K.O.-Schlag. Ja. Ich hab jemanden gesehen. Stehen bleiben! Boah, du Arschkrampe. Nervig. Ich kann sonst nirgends hin. Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2... Hey, ich geh schon, Sir. Ich geh schon. Ein Königreich für einen Kaffee. Der Typ kann eh nichts dafür. Lass ich diesmal auch da. Magen. Ich
probieren mal was aus. Wer bewahrt denn falsche Goldzähne in einem Glas auf? Penner! So, der hat's auch verdient, zum Glück, ne? So, Moment. So, das ist erledigt. Alle Beuteobjekte, das wird auch schwierig. Von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Echt, müssen überall reinlunzen. Läuft bei denen, hat die Türen alle auflassen. Beziehungsweise. Ich glaube, für Phantom muss ich die alle am Leben lassen. An. Was haben wir denn? Die Schuld hat schwarze Flügel. Wir haben einen Vertrag, Alfonso. Meine Allbeißer liefern dir zweimal pro Woche deinen Stoff, vielleicht auch öfter, je nachdem, was wir von unseren Kontakten in der Wache bekommen. Es ist eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. T. Trevor Phillips Industries. Guck mal, ihr werdet wieder fern dran vorbeigerannt. Wo bewahrt er sein Geld auf? Was will der hier drin? Mehr hart, ey. Muss richtig aufpassen. Ich werde krank. Alter. Über.
mit den Eintopfküchen passiert? Kann ich das Licht hier ausschalten? So hungrig. Ich bin wie ein Hund in einem Käfig. Ich verarsche den voll, aber muss sein. Ich darf den nicht umkloppen. Sonst sind wir einfach nur wieder Prügelknaben hier. Es hat eine Arbeit, Alter, unentdeckt zu bleiben. Hau ab! Könnte was klauen, wenn ich schon mal da bin. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja, guck's dir doch genauer an, wie so lange der Spasti da ist. Du hirnamputierter Affe, du. Wir machen es auf meine Art oder auf die des Barons. Komm, hau ab. Ich glaube, ich habe hier dann alles. In dem Raum. Mir knurrt der Magen. Könnte was klauen, wenn ich schon mal da bin. So. Boah, Scheiße. Warte mal. Alter, wie mache ich das denn jetzt? Ich werde das auf jeden Fall aufknacken.
bewahrt er sein Geld auf. Dem verpasse ich einen Schnitt so breit wie sein großes Maul. Wo ist da gerade der Typ? Ah, okay. Hier habe ich auch alles. So hungrig. Was macht der Lumpenschneider hier unten? Ich werde krank, das spüre ich. Toll. Und wie verhält er sich? Ich bin neuerdings so müde. Schön großer Tresor. Ich werde dir sagen, wir machen es auf meine Art oder auf die des Barons. Boah, den kriege ich niemals geknackt, ohne den zu alarmieren. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Drecksklamotten. Ich hoffe, ich krieg nicht die Schwermut. Ich hab das Ding geknackt und der hätte dich gepeilt. Tut mir leid. Diese Hand ist kein Handschuhmodell mehr. Boah, ich Glück gehabt, Alter. Hätte jetzt den Tresor offen gesehen, ne? Tomcat, was los? Willst du was über das Spiel wissen oder was? Also ich kann es dir empfehlen, das ist ziemlich geil. Momentan bei Off 360 auf jeden Fall kostenlos. Das Spiel macht auf jeden Fall Bock, das ist ziemlich geil gemacht. Ich muss nur überlegen, wie ich da oben die Beute kriege. Hier unten ist, glaube ich, nichts mehr. Lol, ich hätte auch das Licht ausmachen können. So, hier haben wir nichts mehr. Würde mich wundern, wenn hier noch ist irgendwie. Was macht der Bastard da? Wo ist dein Tresorschlüssel, Alfonso? Steh auf, Alfonso!
Ein Königreich für einen Kaffee. Er muss doch hier irgendwo sein. Ein Königreich für einen Kaffee. Verdammt! Wo ist der Drecksschlüssel? Alfonso kann den Schlüssel nicht mehr rauswürgen. Nichts von den Dogs. Bei Rocks Zähnen. Einer am Okay. Was war das? Alter. Wenn da jemand ist. Okay, es bringt nichts. Ich gehe mal kein Risiko ein. Muss ich das vielleicht, weil ich will mal ausprobieren. Scheiße, sind ja auch noch Schubladen. Die Nacht ist schwarz wie das Lächeln eines Mädchens auf der Schule. Schwarz. Es hat eine Nummer hier. Bei allen toten Göttern. Hä? Schleicht hier jemand umher? Boah, Alter. Ich würde ja am liebsten Kalaschnikow nehmen und den voll wegpusten, ne? Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Diese Woche kein Problem. Wow. So, jetzt habe ich aber alles, oder? Ne, jetzt muss ich den Schrank hier nochmal auseinandernehmen. Ah. Ansonsten. Müsste ich alles
haben. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Hallo, so. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Muss der sich da um die Ecke lehnen? Dankeschön. Ich glaube, das wär's dann. Fünf Taschendiebstähle? Irgendwas stimmt nicht. Ist der Typ da oben noch da? Hat der auch irgendwas dabei? Ja. Ich friere. Einzeln, oh Mann. Mit einem lebenden Aal. Ja, toll. Jetzt fehlen mir aber drei Taschendiebstähle. Verpasse ich einen Schnitt so breit wie sein großes Maul. Das waren aber nur drei. Ne, das kriege ich nicht hin, glaube ich. Ich hätte die zwei da drin vorhin schon ausrauben müssen. Naja, egal, okay. Wir sind aber unentdeckt geblieben. Und 96%. Das war voll egal, was wir hier gemacht haben. Wir haben dafür eh nichts bekommen. Cobra, nö, du musst schon mich markieren auf so ein Bild oder Hashtag Milchonauten machen dabei. Sonst sehe ich das, glaube ich, nicht. So. Mhm.
sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen. Und die Maschine... So. So, wenn wir das Ding weggebracht haben, machen wir mal ganz kurz Pause. 3-4 Minuten. Oder auch nicht. Mutter hat wieder mitgedacht und alles super geregelt. Na, Chicken Nuggets. So. Wenn die jetzt kurz labern, hole ich mir die kurz. Einen Moment dann. Ich knabber ja nur ungern im Stream, aber ich habe Hunger, ey, wie ein Scheunendrescher. So, einen Moment. Willkommen zurück. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Ah, oh, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meister Dieb. Wohlverdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit seinem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Ich kann aber ein bisschen, macht die Cam kurz aus. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Ich sehe, ihr zögert. Weshalb zögert ihr? Wenn ich jetzt ablehne, kann ich das dann auch später fertig machen? Ich sehe, ihr zögert. Weshalb zögert ihr? Ist ja sonst ein bisschen fail, ne? Es ist ganz einfach. Mein Metallmann braucht euch. Ich sehe, ihr zögert. Weshalb zögert ihr? Kann mir da einer mal sagen, Angel, weißt du das? Und wenn ich jetzt ablehne, müsste ich die doch rein theoretisch später starten können, oder? Es ist ganz einfach. Mein Metallmann braucht euch. Lasst mich nicht betteln. Bitte. Diese Zeiten sind vorbei. Okay. Ich lehne einfach mal ab. Ich suche mir einen anderen Dieb. Ach, wozu etwas vorgeben? Ah, ihr seid's. Immer wieder gerne. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Kollegen ist mit seinem Kehlkopf gefahren. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl mal wieder anhören. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Boah, geil. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Allzuckerstück. Ja, super. Können wir ein andermal machen? Stellt euch vor... Mein Metallmann am Leben. Nur dank euch. Ich suche mir einen anderen Dieb. Ach, wozu etwas vorgeben? Wir bekommen bestimmt die Moped hier. Den wir alles für den machen. Ja, Essen ist gesund.
Knusper, Knusper. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Naja. Na komm, wo ist er da? Na, ist so eh wieder keiner zu Hause. Huhu. Guck mal, wieder so ein geheimer Gang. Ey, wo mit Gold her? Hat der Typ uns das gerade gegeben für den Nebenauftrag? Sollen wir vielleicht doch... Ich glaube, ich mache doch den Nebenauftrag erst noch für den. Für die Hauptmission können wir dann die ganzen... Ja, Werkzeuge und so vielleicht gebrauchen, die wir uns gleich noch gönnen können dann. Würde ich sagen, ne? Komm, machen wir. Ketchup. Hier war niemand drin. Ich friere. Ich auch. Nicht. Hören wir uns jetzt ein drittes Mal an, statt hätten wir einfach annehmen können. Aber so Ideen kommen immer später, ne? Wie es halt ist. Ja, ich weiß. Man kann ja mehrere annehmen, ne? Aber ich mach jetzt einfach mal den Quark. Der erzählt uns wieder was von seiner Kehle da. Hm? Ihr seid zurück. Etwas Zeit kann ich erübrigen. Mein Metallmann kann nicht. Dem haben sie Zuckerwatte ins Gesicht gehauen. Ist mit seinem Kehlkopf. Jetzt brauchen wir einen Zuckerer. Bitte holen Sie ihn uns. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Schweigen ist Gold. Ich sehe, ihr zögert. Weshalb zögert ihr? Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Okay. Na, hier rüber müssen wir. Ist vielleicht die ganze Karte, ist sie nicht größer? Scheiße, 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 scheiße. So hungrig.
Boah, der scheiß Ketchup, ey, der rasiert gerade voll meinen Hals, ey, der ist voll scharf. Ich glaube, wir nehmen lieber ein etwas höher gelegenes Territorium. So, der letzte Nugget, please. Einen Moment. Nom. Kurz was trinken. Er dachte, er wäre uns entwischt, aber wir haben gesehen, in welches Loch wir gekommen sind. Wir haben das weiße Kreuz auf die Tür gemacht. Ja, das war lustig. Das war deliziös, würde ich mal behaupten. Leckere Nuggets. Ich aß ein paar Nuggets, danach trank ich ein bisschen Milch, yeah. Dann spielte ich weiter und wurde verhaftet. Schnell speichern! Okay. Ups. Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Oh. Hat offenbar nichts bewirkt. Warum bewirkt er nichts? Weißes Kreuz auf einer Tür. Ich hab Familie in Dayport. Weißes Kreuz, wenn ihr da mal eins seht, dann sagt mir Bescheid, wenn ich da dran vorbei renn. Ein weißes Kreuz an der Tür. Okay. Weiß, wie du schießt. Ich fühle mich nicht sicherer. Oh, scheiße. Die habe ich doch letztens erst alle verprügelt hier. Oh. Wie krieg ich denn das Ding jetzt ab?
Gute Frage, nächste Frage. Ei. Aber da muss ja was Feines drin sein. In der Stadt gibt es einige dieser Obelisken. Ach, guck mal, Angel. Da habe ich auch schon den Hinweis. Ja. Wie krieg ich den Typ da runter? Mit Feuerpfeil? Rein theoretisch müsste er doch dann abbrennen. Oder? Oxhart Perry, Riversides berüchtigter Pfandleiher. Ich sollte ihn besuchen, bevor er den Kehlkopf an den Meistbietenden verkauft. Okay. So. Mechanischen Kehlkopf. Wer kauft denn so einen Schrott? Sag ihnen, sie sollen ruhig sein und die Straßen verlassen. Ich habe nichts gehört. Was ist hier los? Also gut. Wo ist der Witz? Alter, da muss ich auch hoch. Oh, was ist denn hier?
Ich dachte, jetzt kommt man hier nach oben. Nein. Das Headset drückt ganz schön gerade. Oh, ich mach das mal eine Runde so kurz. Für ein paar Sekunden. Oh. Wie komme ich daran? Komme ich nur von da? Oh. Aha, guck mal an. Zeitung. Ori in so einer Truhe. Läuft bei denen. Was sich hinter der Tür verbirgt. Ein Portemonnaie. Toll. Was haben wir denn hier? Schnellknacker. What? Schloss in meisterlichem Tempo geknackt. Cool. Meister. Lol, schon dran vorbei. Was doch immer das jetzt deaktiviert hat. Ah, okay. Entschuldigung. Tja, was haben wir denn hier im Schrank? Gold. Für ein paar Münzchen. Hier ist nichts mehr. Ich brauche keine neuen Feinde, aber so wie ich die Allbeißer kenne, beschuldigen sie sich gegenseitig. Bin ich hier gerade eiskalt dran vorbeigelatscht? Jo. Was bin ich denn für ein Held? Naja. No.
Ja, da komme ich besser außenrum vorbei. Dann gehen wir einfach hier rum. Was ist mit den Eintopf? Das war jetzt knapp, Flo. Da will ich nicht hoch. Du Hammel. Die sind ja überall. Ihr kriegt mich nicht. Euch hier. Das will ich auch mal jetzt rausfinden hier. Ja, hau doch nicht ab. Wuhu. Lebt noch. In den Arsch. Bam! Ist er kaputt. Headshot. Alter, die überleben das. Was ist das für billige Pfeile? Alter, der überlebt sogar... Sind die unnötig, die Dinger? So, drei von euch haben die Arschkarte. Ah, ich gehe mal hier lang. Ist das nur ein Versteck? Jo.
Nähe kann ich hier einsteigen? Hä? Gucken, was wir uns da rausholen können, ne? Oh. Warum lädt er? Ach so. Das ist wieder ein anderer Bereich. Überall sind diese Penner. Ach, hier sind wir schon wieder. Da ist so das Bordell. Hey, ich glaube, da war der. Das glaube ich nicht. Hau bloß ab. Hau ab. Sonst klopp ich dich kaputt. Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring will. Natürlich nicht. Sie hat ihm eine gelangt. Aber so, da er Chokes ist, dann gerennt er den Ring in die Tasche. Ja, der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihn. Ich hab kein Seilpfeil. Das ist jetzt doof. Dann komme ich da auch nicht hin, ne? Wenn da ein Händler ist. Jebediah Chokes ist ein Dreckskerl. Kann ich darüber hüpfen? Der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring will. Natürlich nicht. Sie hat ihm einen Geld. Oh Mann. Und den Ring in die Tasche gesteckt. Ja.
Was? Boah, hier ist ein Tresor. Ey, von wem ist denn die Bude hier? Sind hier irgendwo Hinweise? Wie krieg ich den denn dann geknackt? Natürlich nicht. Sie hat ja meine Chokes ist ein Dreckskerl. Hat nur gegrinst und den Ring in die Tasche. Ich wollte erst sagen, ist das dann eine 1, eine 8 und noch irgendwas? Natürlich nicht. Sie hat ihm eine gelangt. Jokes hat nur gegrinst und den Ring in die Tasche gesteckt. Eieiei, was ist das denn hier? Jebediah Chokes ist ein Dreckskerl. Ja, der. Warte. Du wollt ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring will. Natürlich nicht. Jebediah Chokes ist ein Dreckskerl. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich muss da irgendwo was sein. Was für ein Dreckskerl. Aber da stimmt schon eine schöne Ringsammlung. Nur zu. Ich hab keine Ahnung, wie ich den Safe aufkriegen soll. Ja, der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Boah, wie oft wollen wir noch erzählen? Jebediah Chokes ist ein Dreckskerl. Ja, der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Hilfe! Was ist das hier für eine Bude? Man hört auch keinen Ton, ne? Ob man richtig ist oder nicht. Ja, der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring will. Ich glaube, den Safe müssen wir hier allein lassen wieder. Keine Ahnung. Ich sehe ja auch nirgends was. Stimmt schon, eine schöne Ringsammlung. Willst du ihm vielleicht die Bu?
Geh ihm aus dem Weg. Tja. Keine Ahnung. Jebediah Chokes ist ein Dreckskerl. Ist sehr gut. Ja, der. Little Lou wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring will. Boah, hier sind so viele Leute. Gegrinst und den Ring in die Tasche. Ja, der. Du wollte ihm kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell und schneidet einen Finger ab, weil er ihren Ring. Ich muss dahin. Guck ich hier außen, ja, siehe. Eine Tafel. Das Sirenennest. Ja, ja, geh mal rein da, da ist so ein Händler, du. Schon wieder etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Ach komm. Bis zum nächsten Mal. Einfach gekauft. So, Salzpfeile haben wir jetzt. Was ist ein Jahrmarkt ohne Attraktionen? Wer ist er denn? Oh, werter Sir. Könntet ihr mir wohl helfen? Ich bin der große Vittori, Kurator von Kuriositäten, Wächter von Wundern. Jeder kennt die Vittoris vom weit entfernten Illyria. Ich kannte jemanden aus Illyria. Der klang ganz anders. Was? Euer Akzent verrutscht. Mist. Aber das ist Pferdehaar aus Illyria. Für die Show. Darbietung, Sira. Darbietung ist alles. Ihr solltet das wissen. Seht euch doch an. Na? Na? Nicht? Ah. Ich hörte, ihr benötigt Hilfe. Ah, furchtbare Zeiten. Boah, ist der unsynchrone Typ. Erst beschlagnahmt die Wache mein Schiff, dann schleichen Diebe an Bord und stehlen meine besten Attraktionen. Unbezahlbar, Sira. Also eine neue Nummer? Nein, ich... Das heißt, Moment! Jetzt, wo ihr es sagt, ihr werdet durchaus interessant. Die Damen mögen Leder. Das war keine Bewerbung. Ach so. Nun, dann könntet ihr meine Existenzgrundlage wiederherstellen. Was sagt ihr? Seid ein Kerl! Das Erste, das mir fehlt, ist ein sprechender Schädel, der Weissagen kann.
Eine bemerkenswerte Kuriosität. Sagt mir, Freund, wollt ihr die Zukunft wissen? Lasst mich raten. Ich finde den Schädel und bekomme viel Geld. Ha, sehr gut, Sira. Der Schädel selbst wäre beeindruckt. Viel ist vielleicht etwas übertrieben. Angemessen trifft es besser. Stehlt ihn den Schurken, die ihn mir gestohlen haben. Ausgleichende Gerechtigkeit. Ihr ahnt nicht, wie glücklich mich das macht, Herr Dieb. Mein Dank ist nicht in Worte zu fassen. Wo versteigert jemand ohne Moral einen kriminell erworbenen Weissagungsschädel? Das ist einfach. Auf dem Schwarzmarkt. Na. Machen erst die andere fertig. Immer mehr Aufträge kriegen wir. Jetzt müsste es aber klappen. Jebediah Chokes ist ein Drecksherr. Ja, ja. Little Lou wollte ihnen kein Schutzgeld zahlen. Also packt er ihre Hand ganz schnell. Die erzählt auch die ganze Zeit dieselbe Scheiße. Idiot! Was ist das schon wieder für ein Fenster hier? Komm ich schon wieder nicht weiter. Ohne das. Ja, keine Ahnung. Komm bestimmt nicht durch, oder? Komisch, dass nie einer zu Hause ist, ne? Ich räume immer die Buden leer und kein Schwein ist da. Hat ein verbuggter Quark. Oh, dieses Headset geht gerade voll ab. Der drückt so hier wie. Hallo. Was? Zur Hölle, ey. Das nehme ich mit. So, jetzt komm ich da wohl hin, ne? Eine schwere Geburt, die Mission hier, ey.
Hallo? Ehrezeichen der Wache. So. Schweigen ist Gold. Los geht's. Diesmal prügel ich die alle weg, wenn ich kann. Wir kriegen ja eh kein Phantom oder Jäger oder Ortonist oder wie das da hieß. Wenn hier einer reinkommt, kannst du dir dein Geld mit Singen in der Kneipe verdienen. Ist das klar? Natürlich, Sir. Scheiß Kerl. Heute kann man nur noch mit einem Messinghammer auf die Straße. Hä? Karamba, wo bin ich hier? Was die wohl in den Eintopf werfen? Oh, du scheiß Köter. Den ganzen Tag schärfe ich meine Klinge für nichts. Auf dem Fluss hab ich gerudert. Da kommt zu mir die Schwermut gibt. Ich werde mir deine Hat's dir nicht gebracht. Du machst mich nur noch wütender. Du kriegst jetzt einen auf den Deckel, Junge. Ich muss mich zusammenreißen. Komm. Ich brauche eine Pause. Geh mir um Sack. Thank you.
Boah, oh Gott, wieder in so eine Klotzbude rein. Bei allen toten Göttern. Das wäre geschafft. Ich bin ja mal gespannt. Wer zum Teufel hat die Tür geöffnet? Deine Mutter. Hey. Bleib stehen! Wieso kann ich kein Schwert benutzen? Alter, die werden ja immer stärker. So, ist zu. Penner. Oh Mann. Das war mal das Gegenteil von dem, was wir vorhin gemacht haben. Aber warum auch nicht? Klopft ja einfach um. So geht's am besten. GTA-Style. Und alles ist geregelt. Nee? Geld, überall Geld. Ich will wissen, wie viele Schubladen man im ganzen Spiel aufmacht, ey. Das ist der Kracher. Das ist bestimmt auch nur so ein Geheimgang. Ja, Tatsache. Boah, aber hier war doch noch so ein Ding. Ich höre Fliegen. Ach so. Ja, die zwei ja gerade weggeprügelt. Irgendwo schneicht sich doch hier einer an heißen. Alles verschlossen hier. Oh. Alter, hier flattern die Fliegen aber auch. Ganz dolle. Gammelt das hier alles ist, ne? Guck mal, so wäre ich von unten reingekommen. Oh.
Okay. Sei still. Höre dich aus dem Tresor. Will Mechaniker rufen. Kalte Metallhand. Das Ticken eines Uhrwerkherzens. Ja! Mord. Hat er gesagt? Hat keinen Sinn hier, aber... Schaff gut, ich mache ja auch Licht aus. Gar kein Problem. Notizbuch. Abgeschlossene Geschäfte, dies, das. Ich glaube, wenn man sich alles durchliest, ja, alles irgendwie so rätselmäßig läuft bei dem. Ist er bestimmt hier drin? Ah! Sieh an, was haben wir denn? Anmut der Unsicherheit. Eine Metalltür.